Auch von mir ein herzliches Willkommen und herzlichen Dank für die einleitenden Worte und die Einladung, hier einen Impulsvortrag vor der Podiumsdiskussion zu machen. Mein Schwerpunkt sollen die Herausforderungen an Lehrerinnenbildung sein. Ich möchte aber vorher noch ein paar Worte darüber verlieren, was mit inklusiver Bildung und besonderen Bedürfnissen insbesondere gemeint ist und wie inklusive Pädagogik und Diversität zusammenhängen. Inklusion wird ja sehr oft und sehr verengt als sonderpädagogische Maßnahme gesehen. Das kommt daher, weil eben viele sonderpädagogische Entwicklungen dieses Konzept forciert haben. Die European Agency for Development of Special Needs Education spricht zum Beispiel von einem Two-Track, Multi-Track oder One-Track-System. Das berühmte segregative System, das eben zum Beispiel in Nordtirol noch üblich ist, wo der Großteil der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf noch in Sonderschulen unterrichtet wird. Mit dem Multitrack-System oder der Integration meint die European Agency ein System, wie wir es vielleicht auch hier in Wien finden, wo so ungefähr zur Hälfte die Kinder in integrativen Klassen, in integrativen Settings beschult werden und ungefähr zur Hälfte in Sonderschulen. Ein inklusives System würde nur ein System kennen, ein Schulsystem für alle Kinder, in dem eben der Großteil der Kinder wirklich in der Regelklasse beschult wird, wo man aber auch aus internationalen Erfahrungen weiß, dass dies natürlich nicht für 100% aller Kinder immer gelingt, sondern dass auch durchaus an einzelnen Klassen, ja, für einzelne Schüler und für kleinere Gruppen manchmal Sonderlösungen gefunden werden. Ich würde sagen, das wäre auch entsprechend den Erfahrungen in Südtirol, wo wir, glaube ich, auch heute auch noch etwas hören von den Erfahrungen. Ja, also Inklusion aufgrund der Tradition sehr verengt gesehen, oft als Konzept sonderpädagogischer Förderung. Auch ich bin jemand, der aus der Sonderpädagogik kommt und lege natürlich auch im Zusammenhang mit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auch schon aus diesem Grund oft den Schwerpunkt auf die Menschen mit Beeinträchtigung. Aber letztendlich meint Inklusion ja viel mehr. Die UNESCO sagt eben ganz klar, dass es bei der Inklusion um einen qualitativ hochwertigen Prozess der Erziehung geht, bei dem die Diversität aller respektiert wird und die unterschiedlichen Bedarfe und Fähigkeiten, Persönlichkeitsmerkmale, Lernmöglichkeiten, Lernwünsche der Studierenden, aber auch der Gemeinschaften berücksichtigt werden und in der vor allen Dingen alle Formen von Diskrimination abgeschafft sind. Dementsprechend ist auch auf den Begriff besondere Bedürfnisse etwas anders hinzuschauen. In der Pädagogik wird besondere Bedürfnisse oft als Synonym für Behinderung gesehen, für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Special Needs eben. Hier muss man aber ganz auch dazu sagen, dass Special Needs ja mehrere Bedeutungen hat und neben dem Bedürfnis gibt es auch den Begriff der Bedarfe und der wäre eigentlich der richtigere Begriff, denn Menschen mit Beeinträchtigungen haben keine unterschiedlichen Bedürfnisse von anderen Personen, von Menschen ohne Beeinträchtigung, sondern sie haben unterschiedliche Bedarfe, damit diese Bedürfnisse nach Anerkennung, nach Speise, nach Wohnung, nach Wertschätzung, Liebe, Autonomie, Selbstbestimmung auch erfüllt werden können. Und so sieht Inklusion bei jedem Kind eigentlich seine besonderen Bedürfnisse und es geht darum, die Berücksichtigung aller Differenzlinien in der Schule, in der Bildung zu sehen. Differenzen gemäß Fähigkeiten, Geschlecht, Herkunft, Religion, Sexualität und Alter. Mit Georg Feuser möchte ich hier auch eben den Begriff der Behinderung noch einmal aufzeigen, dass eben Behinderung kein individualtheoretischer Begriff ist, also einer einzelnen Person zuzuschreiben ist, sondern letztendlich Ausdruck dessen ist, was ein Mensch mangels angemessener Möglichkeiten und Hilfen und durch vorurteilsbelastete Vorenthaltung an sozialen Bezügen und Inhalten nicht lernen durfte und damit Ausdruck unserer Art und Weise, mit ihm umzugehen. Auch die UN-Behindertenrechtskonvention definiert Behinderung damit anders, nämlich als eine unzureichende Partizipation, unzureichende Teilnahme am Bildungsprozess und als fehlende Herausforderungen zu einer optimalen Entwicklung und auch mit fehlenden Unterstützungen. Also Kinder und Jugendliche sind dann behindert, wenn sie nicht teilhaben können am sozialen Geschehen, wenn sie nicht herausgefordert werden und wenn sie nicht unterstützt werden, diese Herausforderungen
zu bewältigen. Auch die UNESCO-Kommission interpretiert dementsprechend besondere Bedarfe dahingehend, dass es darum geht, allen Kindern angemessene Herausforderungen und Unterstützung zu geben, aber insbesondere auch auf die Kinder hinzuschauen, die einem hohen Risiko von Ausschluss, Marginalisierung oder Underachievement ausgesetzt sind. Die größte Herausforderung in unserer Gesellschaft, aber auch im Bildungsprozess, ist eine Veränderung der in unserer Gesellschaft vorherrschenden Normalitätskonzeptes, in unserer Gesellschaft vorherrschenden Normalitätskonzeptes. Im mitteleuropäischen Raum und in unserem unser Bildungssystem ist danach konstruiert und strukturiert, herrscht das Konzept des Protonormalismus noch immer vor. Wir wissen relativ genau, was normal ist, was nicht normal ist. Und wir unterscheiden dualistisch zwischen Menschen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf, Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, Menschen mit deutscher Erstsprache und Menschen mit anderer Erstsprache, mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund. Fleißige und faule, dumme und gescheite und so weiter. Mit der Integration wurde dieses Konzept des Protonormalismus etwas aufgeweicht, das Verständnis von dem, was normal ist, wurde etwas erweitert und die Grenzen haben sich etwas geöffnet und es hat eine Vernetzung stattgefunden. Aber unser Schulsystem stellt noch immer die Frage an manche Kinder, sind sie denn wirklich integrationsfähig oder inklusionsfähig? Und stellen diese Frage vor allen Dingen auch an die Ausprägung von der Beeinträchtigung, an den Beeinträchtigungsgrad. Bei der Transnormalität, der Idealfall im Zusammenhang mit Inklusion, würde diese Frage nicht mehr an das Kind gestellt, sondern hier würde es darum gehen, die unterschiedlichen, die diversen Identitäten der Kinder anzukennen und nicht anhand eines Merkmals das Kind als Ganzes zu kategorisieren und zu normieren und dementsprechend einmal in dieses Töpfchen oder in jenes Töpfchen zu stecken, in die Volksschule oder in die Sonderschule und so weiter. Inklusion meint damit ein Konzept einer Schule für alle, das Mittler eben als Education for All beschreibt und folgendermaßen charakterisiert. Hier geht es darum wirklich, dass jeder das Recht hat, dazuzugehören, eben unabhängig von seinen Fähigkeiten oder Unfähigkeiten, unabhängig von seiner sozialen Herkunft, von seiner Religion und so weiter und so fort. Es geht eben um die Eingliederung einer Minderheit, es geht nicht um die Eingliederung einer Minderheit durch die Mehrheit, wie das noch immer bei der Integration letztendlich maßgeblich ist, sondern es geht um die Vielfalt in Gemeinsamkeit. Und diese Vielfalt ist, wie schon erwähnt, sehr breit zu denken, aufgrund der unterschiedlichsten Aspekte wie Sprache, Kultur, Religion, Geschlecht, Milieu, Sexualität und so weiter. Unser Schulsystem, das jahrhundertelang gelernt hat, die Vielfalt der Gesellschaft durch äußere Differenzierung zu beherrschen, indem verschiedene Schultypen geschaffen wurden, muss sich umstellen darauf, dass es jetzt um innere Differenzierung geht. In einer Schule für alle ist die Heterogenität, die Diversität der Normalfall und ein positiver Ausgangspunkt zum Lernen miteinander und voneinander. Was die Ressourcenzuteilung betrifft, ist auch hier noch ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung der Integration zu machen. In der Integration hängen wir noch immer einzelnen Kindern das Etikett sonderpädagogischer Förderbedarf um, damit es zusätzliche Ressourcen bekommt. Und hier müsste man wegkommen und hinkommen zu einem systemischen Ansatz. Das heißt, den Schulen entsprechend ihres Sprengels und ihrer besonderen Herausforderungen aus ihrer Umgebung heraus indexbezogen Ressourcen zur Verfügung stellen, um eben den Bedarfen angemessen reagieren zu können. Damit würden wir weniger Kategorisierungen brauchen. Wenn man das österreichische Schulsystem anschaut, dann muss man sagen, dass ungefähr 80% aller Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf diesen entweder haben, weil sie als lernbeeinträchtigt, als sprachbeeinträchtigt oder als verhaltensbeeinträchtigt definiert werden. Und für diese Kinder könnte man eigentlich ohne individuelles Label mit systembezogenen Ressourcen sehr schnell die Kategorisierung abschaffen. Was anderes wäre es bei biologisch-medizinischen Beeinträchtigungen wie Gehörlosigkeit zum Beispiel. Da kann man natürlich nicht sagen, das verteilt sich irgendwo nach Kennwerten, sondern hier muss man schon einen Topf auch bereit haben, um dann angemessen reagieren zu können. Und ganz, ganz wichtig wäre es, wegzukommen von schulstufenbezogenen Lehrgängen und auch
jahrgangsbezogenen Lehrgängen hin zu einem gemeinsamen Lehrplan, zu einem gemeinsamen Curriculum, das eben die Aufgabe enthält, das individualisiert werden muss. Im Projekt Integer haben wir die für mich noch immer sehr treffende Definition einer inklusiven Schule, einer Schule für alle, mit diesen drei Charakteristikern festgemacht. Wir haben gesagt, eine Schule für alle ist demokratisch, weil jede, jeder alles lernen darf, aber niemand alles lernen muss. Das heißt, wir schließen niemanden von einem Thema aus, weil wir glauben, er ist nicht so gescheit genug dafür, sondern jeder darf sich mit allen Themen auseinandersetzen, aber niemand wird gezwungen, alles auf einem bestimmten Niveau können zu müssen. Sie ist insofern human, weil ihm jeder und jede das auf seine oder ihre Art und Weise lernen kann. Und sie ist auf jeden Fall auch solidarisch, weil jeder und jede die dafür notwendigen Hilfen bekommt. Die große Herausforderung für Lehrer ist es damit, in einer inklusiven Schule der Vielfalt didaktisch gerecht zu werden. Hier gibt es oft den Streit darum, ob es spezifische, spezielle, sonderpädagogische Didaktiken benötigt. Hier bin ich der Meinung, dass das nicht der Fall ist, sondern es braucht eine allgemeine Pädagogik, eine Didaktik, die für alle vom Grund her gleich ist, aber natürlich braucht es spezifische Unterstützungsmaßnahmen, um zum Beispiel ein fehlendes Gehör kompensatorisch ausgleichen zu können. Im Prinzip geht es, wie gesagt, um die Konzepte Individualisierung und innere Differenzierung. Und Kollegin Marianne Wilhelm von der Pädagogischen Hochschule Wien hat in einem ihrer Bücher inklusionstaugliche Didaktikkonzepte als Konzepte definiert, die das Lernen des Kindes als individuellen Prozess in Kooperation mit anderen Menschen verstehen und die aktive Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt ermöglichen und den Prinzipien der Gerechtigkeit, der Gleichwertigkeit, der Freiheit, der Autonomie, der Selbstbildung, der Selbstbestimmung, Solidarität, der Kooperation und des Dialogs entsprechen. Und wie das umgesetzt werden, denke ich mir, ist schon in einigen Schulen und in vielen Integrationsklassen, die eben gute Integrationspädagogen machen, auch gezeigt und verwirklicht worden. Damit komme ich zu den Herausforderungen an die Lehrerinnenbildung, die ja die Grundlagen dafür legen soll, dass Lehrer in der Lage sind, dann dieser Vielfalt gerecht zu werden. Die Behindertenrechtskonvention fordert ja eine volle und effektive Partizipation und Inklusion in der Gesellschaft und damit auch in der Schule, in den Bildungsinstitutionen. Und da heißt einfach die ganz große Herausforderung für alle Bildungsinstitutionen, Schulversagen zu verhindern und zu verringern. Die Chancen auf angemessene Bildung benachteiligter Gruppen und Personen zu erhöhen, die Reproduktion sozialer Ungleichheit zu durchbrechen und alle, aber wirklich alle dabei zu unterstützen, starke, umfassend gebildete Persönlichkeit zu werden, wie Bob das definiert hat. Weiters geht es darum, die in unserer Gesellschaft vorherrschende medizinische Sichtweise von Behinderung, das dualistische Einteilen der Menschen in verschiedene Kategorien zu überwinden und ihm Diskriminierungen auf allen Ebenen abzubauen und Barrierefreiheit ins System zu bringen. Dazu ist es wichtig, Vielfalt als Chance zu sehen und pädagogisch zu nutzen. Und das bedingt die Voraussetzung, dass alle einmal vorerst räumlich zusammen sind. Weiters bedingt es eine humane Annahme eines jeden Einzelnen, einer jeder Einzelnen. Ein Verständnis gegenüber unterschiedlichen Bedarfen. Und die Lehrer benötigen auch das Wissen und die Kompetenzen zum adäquaten Umgang mit Vielfalt. In diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, dass Inclusive Education durchaus auch in zwei Bedeutungen gedacht werden kann, was auch wieder Auswirkungen auf die Lehrerbildung hat. Einerseits geht es darum, im Zusammenhang von inklusiver Bildung als allgemeine Antwort auf die Diversität der Gesellschaft ein Schulsystem zu schaffen, in dem man eine äußere und innere Schulreform durchführt, die eben der Diversität gerecht ist, die nicht 11 Sonderschularten hat, sondern eine Pflichtschule für alle, eine gemeinsame Schule vom 6 bis 15. Und dazu muss jeder Lehrer, jede Lehrerin für jedes Lehramt ausreichende Kompetenzen mitbringen, um dieser Vielfalt gerecht werden zu können.
Weiters gibt es aber in unserer Gesellschaft eben Gruppen von Menschen, wie ich vorher schon erwähnt habe, Menschen mit Beeinträchtigungen, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen aus Familien, aus armen Familien, armutsgefährdete Familien und so weiter, die von Ausschluss gefährdet sind, wenn keine speziellen Maßnahmen noch gesetzt werden. Und dafür brauchen wir auch inklusive Pädagogen, die zu den Basiskompetenzen aller Pädagoginnen noch zusätzliches Wissen in diesem Bereich mitbringen. Und hier wird eben inklusive Pädagogik auch als spezifische Antwort auf besondere Bedarfe gesehen, um Ausschluss zu vermeiden und allen angemessene Unterstützung zu geben. Die momentan als Entwurf vorliegende Gesetzesnovelle zur Pädagoginnenbildung neu denkt das ja bereits an. Es soll ja in Zukunft keine Sonderschullehrerausbildung mehr geben, sondern eben eine Spezialisierungsmöglichkeit im Bereich der inklusiven Pädagogik. Gottfried Biber hat eben inklusive Pädagogik definiert als Theorien zur Bildung, Erziehung und Entwicklung, die Etikettierungen und Klassifizierungen ablehnen, ihren Ausgang von den Rechten vulnerabler und marginalisierter Menschen nehmen, für deren Partizipation in allen Lebensbereichen plädieren und auf eine strukturelle Veränderung der regulären Institutionen zielen, um der Voraussetzungen und Bedürfnisse aller Nutzerinnen gerecht zu werden. Und hier sind wieder die vier Elemente vorhanden, die auch die UNESCO-Definition über Inklusion bereits beinhaltet hat. Inklusive Pädagoginnen haben meiner Meinung nach besondere moralische Verantwortung für jene Kinder und Jugendliche, die von gesellschaftlicher Marginalisierung, sozialem Ausschluss und Schulversagen bedroht sind. Denn es muss auch in einem inklusiven Schulsystem gewährleistet sein, dass für diese Gruppen, wann immer nötig, Schritte eingeleitet werden, die ihre Präsenz und ihre Teilhabe sowie ihren Erfolg im allgemeinen Bildungssystem sicherstellen. Diese inklusiven Pädagogen dürfen aber nicht dazu führen, dass es eben Sondermaßnahmen gibt, zu viele Sonderklassen und Sonderbetreuung am Gang oder in einem anderen Raum. Es hat im Jahr 2011 und 2012 einen Auftrag des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur gegeben, dass sich Experten aller pädagogischen Hochschulen, aber auch der Universitäten gemeinsam einen Prozess stellen und eben die bereits vorhandenen Ideen zur Pädagoginnenbildung neu, auch aus der Sicht der inklusiven Pädagogik definieren. Im April 2012 wurde ein Ergebnisbericht dem Ministerium vorgelegt und in diesem wird unter anderem vorgeschlagen, dass eben in der Lehrerausbildung inklusive Pädagogik als neues Lehr- und Forschungsgebiet und damit als Dach für alle Diversitätsbereiche verankert wird. Und zwar eben nicht nur an den pädagogischen Hochschulen, sondern auch an den Universitäten, was ja auch den Maßnahmen entsprechen würde, die im nationalen Aktionsplan vorgesehen sind. Dort steht dezidiert in den Maßnahmen 128 bis 130 drinnen, dass inklusive Pädagogik in allen Lehramtsstudien verankert werden soll. Und hier wird eben inklusive Pädagogik im Expertinnenpapier wieder verstanden als eine Pädagogik, die die Erkenntnisse der bisher getrennten vermittelten Fachgebiete Sonderpädagogik, Integrationspädagogik, interkulturelle Pädagogik, gendergerechte Pädagogik und Hochbegabtenförderung zur Absicherung der Heterogenität in einem inklusiven Bildungssystem vereint, transferiert und entwickelt. Und auch hier sehen wir wieder das grundlegende Muster im Zusammenhang mit inklusiver Pädagogik. Es geht darum, dass es eine Allgemeinheit gibt, ein allgemeines Verständnis der Grundlagen, aber durchaus geht es auch darum, die speziellen Aspekte nicht zu verlieren. Und inklusive Pädagogik als neues Lehr- und Forschungsgebiet berücksichtigt eben insbesondere die pädagogischen Erfordernisse von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen und Entwicklungsstörungen, mit Migrationshintergrund und normabweichenden Begabungsstrukturen sowie von Kindern und Jugendlichen aus armen bzw. armutsgefährdeten Familien und Aspekte einer gendergerechten Pädagogik. Das wären jene Gruppen, die heute vor allen Dingen von Ausschluss bedroht sind. Es könnte in 10 Jahren ganz anders sein oder in 20 Jahren. Eine Lehrerausbildung im Zusammenhang mit inklusiver Pädagogik müsste daher 3 Qualifikationsniveaus aufweisen. Einerseits müsste eben allen Lehramtsstudierenden im pädagogischen Kern ein grundlegendes Wissen über inklusive Pädagogik vermittelt werden. Zusätzlich sollte es auch für alle Lehramtsstudien frei wählbare Wahlpflichtmodule geben.
In einem früheren Entwurf hat es geheißen, mindestens 15 ECDS bis zu 30 ECDS. In der jetzigen Gesetzesvorlage ist davon keine Rede mehr. Aber diese Spezialisierung, die im Rahmen von Spezialisierung ganz allgemein möglich sein sollte, soll auch angeboten werden, kann angeboten werden und sie führt natürlich noch zu keinen besonderen Berechtigungen. Weiters sollte im Rahmen eines Bachelorstudiums dann eine cross-kategorale Ausbildung im Umfang von mindestens 60 ECDS, wenn nicht sogar mehr sein. Cross-kategoral würde heißen, dass eben alle Aspekte einer inklusiven Pädagogik darin vorhanden sind. Da geht es darum, wie funktioniert Denken, wie funktioniert Motorik, wie funktioniert Wahrnehmung. Aber welche Aspekte gibt es auch aufgrund von anderen Sprachen, von Bildungsarmut und so weiter. Also wirklich die breiten Aspekte grundlegend zu vermitteln im Bachelorstudium. Und dann wäre noch die Idee, auf einem dritten Qualifikationsniveau im Masterstudium eine sogenannte kategoriale Ausbildung zu verankern, indem eben spezielle Themen aus der inklusiven Pädagogik noch einmal im Masterstudium verankert werden. Zum Beispiel ein Zusammenhang mit Wahrnehmung. Spezialisten, die sich besonders spezialisieren darauf, welche Aspekte in der Pädagogik sind denn zu berücksichtigen, wenn jemand nicht oder schwer hören oder nicht so gut sehen kann. Aber auch natürlich wieder im Zusammenhang mit Sprache, mit Verhalten und so weiter. Dementsprechend wären auch in einer inklusiven Pädagogik, in der Lehrerbildung, drei Kompetenzniveaus zu vermitteln. Eben auf der Stufe 1, wenn man es am Beispiel Diagnostik kurz durchmacht, jeder Lehrer muss etwas über pädagogische Diagnostik wissen. Er muss wissen, wie das funktioniert, mit welchen Mitteln und Maßnahmen man den Lernstand der Kinder feststellen kann, um sie in einem individualisierten Unterricht auch entsprechend optimal fördern zu können. In der Literatur wird in diesem Zusammenhang auch oft von individueller Lernprozessbegleitung gesprochen. Das wäre ein Niveau, das alle Lehrerinnen erfüllen können müssen. In der Stufe 2 auf dem Bachelor-Niveau sollten die Spezialisten für inklusive Pädagogik noch vertiefend spezifische Aspekte der pädagogischen Diagnostik zur Behinderung oder Begabung, Mehrsprachigkeit, Interkulturalität und so weiter sich erwerben und eben dann auf der Stufe 3 im Master zum Beispiel pädagogische Diagnostik in spezifischen Arbeitsbereichen, wie zum Beispiel der Mitarbeit in pädagogischen Zentren, sich erwerben können. Vielleicht noch ganz kurz die Struktur, wie sie vorgesehen wäre. Also im Elementar- und Primarstufenpädagogik im momentanen Gesetzesentwurf ist eben vorgesehen, dass der Bachelor 240 ECDS beträgt, also 4 Jahre lang dauern soll. Und in diesem soll es einen Block von allgemeinen bildungswissenschaftlichen Grundlagen geben im Ausmaß von 40 bis 50 ECDS. Und in diesem wären sozusagen alle Lernmöglichkeiten zu verankern, um für alle Lehrer die Grundlagen in inklusiver Pädagogik zu vermitteln, wie zum Beispiel einem inklusiven Menschenbild, die Grundlagen in pädagogischer Diagnostik, wie entstehen Barrieren, wie kann man Lernbarrieren wieder auflösen, Grundlagen von Exklusion, Exklusionsrisiken, aber auch Genderaspekte, Bildungsarmut und so weiter sollten hier Platz finden. Dann ist eben vorgesehen, dass Elementar- und Primarstufenpädagogen in allen Bildungsbereichen ein grundlegendes Wissen im Ausmaß von 120 bis 130 EC sich erwerben können. Und hier ist ganz wichtig, dass zum Beispiel, wenn es dann um Deutsch geht oder Englisch, Mathematik geht, dass in all diesen Fächern auch die inklusive Didaktik, die Vielfalt, die innere Differenzierung als Prinzip verankert wird. Weiter soll es dann die Möglichkeit geben, sich zu spezialisieren. Früher hat es geheißen, in früheren Entwürfen, dass sich auch alle Grundschulpädagogen, alle Primarstufenpädagogen in einem Bildungsbereich, zum Beispiel Naturwissenschaft, spezialisieren können sollen. Und anstelle dessen wäre gedacht, dass sich eben manche dann auch in dem Schwerpunkt inklusive Pädagogik spezialisieren, in einem Umfang von, wie es momentan im Gesetzesentwurf vorgesehen ist, 60 bis 80 EC. In der Sekundarstufe ist es ähnlich gedacht. Sie sehen wieder den gleichen Block allgemein bildungswissenschaftliche Grundlagen. Früher hat man hier vom pädagogischen Kern gesprochen. Und Sie sehen hier zwei Möglichkeiten für die Ausbildung in der Sekundarstufenpädagogik. Der Gesetzesvorschlag sieht vor, dass man entweder ein sogenanntes Fächerbündel
ein kohärentes Fächerbündel studieren kann. Also nicht mehrere Fächer, sondern zum Beispiel ein Fächerbündel Naturwissenschaft im Ausmaß von 190 bis 100 bis 200 ECTS. Oder man studiert ein Schulfach, so wie bisher, Mathematik, Englisch oder Deutsch, und anstelle eines zweiten Schulfaches eben wieder das Fach inklusive Pädagogik in einem Ausmaß, wie es hier vorgesehen wäre, von 95 bis 100 ECTS. Und anschließend wäre dann noch die Möglichkeit, einen Masterabschluss zu machen. Oder das Gesetz erlaubt es auch die Möglichkeit eines sogenannten Hochschullehrganges mit Masterabschlüssen, die die bisher sozusagen behinderungsspezifischen Hochschullehrgänge ersetzen können. Hier geht es darum, eben noch einmal allgemein bildungswissenschaftliche Grundlagen sich zu erwerben, eine Masterarbeit zu schreiben und dann sich kategorial zu spezialisieren in verschiedenen Bereichen, eben zum Beispiel Hören, Sehen, Motorik und Mobilität, sprachliche, kulturelle Vielfalt, inklusive Schulentwicklung, Beratung und Diagnostik und, und. Hier ist noch keine Diskussion entstanden, wie die dann wirklich umgesetzt werden sollen. Ja, weitere Ergebnisse und damit schon beim Abschluss dieser Expertinnengruppen sind, dass das Konzept Pädagoginnenbildung neu, wie es jetzt auch vorliegt, prinzipiell das Anliegen der inklusiven Bildung gut unterstützt und damit auch eine Umsetzung der UN-Konvention gut unterstützt. Es ermöglicht langfristig unserer Meinung nach eine Qualitätssteigerung, weil es mehr Zeit für das Studium ermöglicht, mehr Spezialisierungen, aber auch mehr Allgemeinwissen in inklusiver Pädagogik für alle Lehrerinnen. Und es würde mit so einem Vorgehen das erste Mal auch sozusagen zu einer Aufhebung des Dualismus von Sonder- und Regelpädagogen kommen, bei gleichzeitiger Absicherung notwendiger spezifischer Kompetenzen. Hier ist am momentanen Gesetzesentwurf kritisch anzumerken, dass inklusive Pädagogik sehr nebensächlich verankert ist, so im Zusammenhang, in Klammer angeführt zum Beispiel, also eine Spezialisierung wie zum Beispiel inklusive Pädagogik, Mehrsprachigkeit, Medienpädagogik und. Und hier denke ich mir, sollte im endgültigen Gesetz noch eine fixere Absicherung dieser Spezifizierung notwendig sein. Es müsste eigentlich wirklich jede Bildungsanstalt, jede Lehrerbildungsinstitution eine Spezifizierung in inklusiver Pädagogik in ihren Lehramtsstudien ermöglichen. Großer Vorteil ist auch, dass wirklich jetzt endlich einmal in den Lehrerbildungen alle Diversitätsbereiche gut verankert werden könnten. Und auch sieht das Gesetz eine Änderung der Aufnahmebedingungen vor, eventuell sogar, dass Teilqualifikationen möglich sind. Und zwar in den drei Paragraphen 42, 46 und 51. Ja, damit danke ich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.